Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed 4. Es wird Zeit, unsere Belohnung einzutüten. Guten Morgen, Duncan. Gleich hier drüben. Edward? Hallo, Edward? Ich fand jemand, der mir den übrigen Zucker abkauft. Na, ein gutes Geschäft, muss ich sagen. Er nannte euch Edward. Das ist der Händler, der mich hierher brachte. Zur Vorsicht gab ich ihm einen falschen Namen. Ah, gute Idee. Wir sehen uns, Barnett. Später. Sehr pünktlich, Duncan. Hier entlang. Hier ist er. Ein Mann, nach dem Templer und Assassinen mehr als ein Jahrzehnt gesucht habe. Man sagt, euer Name ist Roberts. Ist das wahr? Ihr wisst, was das ist, denke ich. Den alten Geschichten nach wird das Blut eines Weisen benötigt, um das Observatorium zu öffnen. Das ist der Schlüssel. Nun brauchen wir nur noch seinen Standort. Mr. Roberts wird ihn uns bereitwillig mitteilen. Bringt ihn in meine Residenz. So viel Wirbel um einen Mann? Ist das Observatorium wirklich so kostbar? Sie sind Duda. Das Observatorium wurde von der Vorläuferrasse erbaut. Sein Wert ist unermesslich. Vorläuferrasse? So, so. In einem der ersten Briefe äußertet ihr den Wunsch, diesen Maya-Mentor zu töten, Atabai. Konntet ihr diesen Auftrag noch ausführen, bevor ihr hierher kam? Leider nicht, nein. Zu viele Komplikationen auf dem Weg. Wie schade. Doch die Karten und die Ampulle, die ihr brachtet, werden es schon richten. Ei, das war der Plan. Ich mag diesen Weg nicht, Torres. Zu ungedeckt. Ja, stimmt was nicht. Bleib bei mir, Großmeister. Ich spüre es auch. Sie dürfen nicht Hand an den Weisen legen, was es auch koste. Assassinen! Da oben! Sie sind auf den Dächern! Achtet auf Straßen und Gassen! Sie können überall sein! Ich will nicht meine Freunde töten. Das ist nicht nett. Wo ist denn eigentlich Torres? Ah, der turnt schon hier vorne rum. Ich habe gar keine so große Lust, die Templer zu verteidigen eigentlich, aber ich muss es wohl. Tut mir leid, Kollege. Verdammt, diese blöden Scharfschützen, ey. nicht nett. Nicht nett sowas. Und dass er so weit vorrennt, macht das nicht weiter besser. Da oben! Sie sind auf den Dächern! Weißt du was, wenn ihr auf den Dächern seid, komme ich doch zu euch. Was haltet ihr denn davon? Okay. Das hat super funktioniert. Schützt den Weisen! So, komm her. Ihr schießt mir nicht nochmal mein Ziel ab. Soweit kommt's noch, ne? So, Tod von oben. Auch mal schön erledigt. Wunderbar. Warum rennst du denn? Oh, du blöder Sack. Du gehst so auf den Sack. Oh, das gibt's doch nicht.
Oh Mann, ey. Erst lässt er sich von den blöden Fotzis erschießen und jetzt rennt er weg. Assassinen! Ja, Assassinen. Ein Krückenkeller. Ja, ich weiß, dass sie auf den Dächern sind. Was denkst du denn, was ich vor... What the... Warum hältst du dich nicht fest? Das ist doch nicht wahr, ey. Hey, hey, hör auf mich zu... Hör auf mich zu hauen, du blöder Sack. So. Warum fängt das eigentlich gerade so komisch an zu ruckeln? So ganz unlogisch. So. Okay, du bist da unten. Na dann, passt doch alles. Oder etwa nicht. Ich meine, gibt ja nicht wirklich was zu tun für mich hier. So ich das sehe. Wir können uns noch um den da kümmern. Oder um den. Aber es wird ihn sicher nicht erfreuen. Was zum Teufel? Okay, das nervt mich gerade ein bisschen. Willst du jetzt mal sterben? Sag mal, wie viel hältst du denn aus? So, jetzt halt aber. Ja, dann rennt er wieder schön weg. Ja, ist in Ordnung, komm. Und weiter. Und da. Kollege, ich muss da hinter denen hinterher, sonst... Heißt wieder, ich bin zu weit von meinem Ziel entfernt. Was war das jetzt? Sag mal, was hat der mir denn verpasst? Du bist sehr schnell, das lasse ich dir. Okay, jetzt wird's interessant. Denn meine Aufgabe ist, den Weisen von oben anzuspringen. Das geschafft? Ja. Wunderbar. Gut gemacht, Schoßhund. Schweig! Wir bringen ihn in den Kerker, Großmeister. Verdoppelt die Wachen. Nun, ich bin erschöpft. Welch ein ereignisreicher Tag, die Herren. Sie, von allen Seiten von Feinden belagert. Wir müssen vorsichtiger sein. Ich wünschte, ich könnte das Ende dieses Dramas mit ansehen, doch ich muss mich dem Wind anvertrauen. Und nach England segeln. Natürlich, Captain. Ich wünsche euch eine schnelle Reise. Mit Glück bin ich bei der Rückkehr selbst Gouverneur. Und das mit dem Segen meines närrischen Königs. Adios! Nun zu euch, Mr. Walpole. Ich betrachte es als erster Rate einer langfristigen Investition. Gracias. Hab Dank. Ich möchte euch gerne beim morgigen Verhör sehen. Kommt, gegen Mittag. Ja, Sir. Ja, eine der Sachen, die man hier relativ früh feststellen wird, ist, dass sich Edward immer mehr in den Kampf zwischen Templern und Assassinen verwickelt, ohne überhaupt eine geringe Ahnung davon zu haben, um was es eigentlich geht. Und gerade wenn man die Serie kennt, ist das durchaus sehr lustig. So, jetzt ist hier ein Assassinenauftrag. Ich würde sagen, den nehmen wir einfach mal kurz an. Weil er gerade so gelegen kommt. Jetzt habe ich den Konfliktstatus nicht gelesen, aber... Halt, hier wird mir noch was angezeigt, genommen. Ja, okay. Nichts weiter Besonderes. Nicht in Kämpfe verwickeln bringt uns zusätzliche 500 Real. Das klingt natürlich... Nach einem Plan. Der spanische Kommandante. Okay. Machen wir.
Das machen wir doch. Ja, ich weiß. Nicht in Kämpfe verwickeln lassen. So. Und wir können das Ziel noch identifizieren. Ist er das nicht? Nein, das ist er. Genau, das ist er. Hm. Es heißt ja nur, dass wir uns nicht rein verwickeln lassen dürfen. Das heißt allerdings nicht, dass wir nicht kämpfen dürfen. Also sowas hier ist zum Beispiel durchaus zulässig. Was auch zulässig ist, ist ihm auf den Kopf zu springen. Wenn wir allerdings so nicht schaffen. Da er halt die ganze Zeit unterhalb dieses Vorsprungs rumturnt. Was wir allerdings schaffen könnten, wäre ihn zu erschießen. Vielleicht. Nein, nicht du. Dich würde ich gerne erschießen. Bleib mal stehen, das macht das Ganze leichter. Nicht, dass ich noch daneben schieße. Zack. Heimlichkeitsbonus. Das war's auch schon. Spanische Kommandante, Auftrag erfüllt. Genau, jetzt könnte ich noch hier irgendwo rumturnen gehen. Beziehungsweise halt versuchen, erstmal wieder anonym zu werden. Was ich möglicherweise da vorne in der Menschenmasse schaffen kann. Innerhalb des gelben Bereiches ist es immer so ein bisschen schwerer. Aber so ist das halt. So. Ah, guck mal, da können wir noch ein paar Piraten befreien. Machen wir doch mal. Bringt uns bestimmt nachher Vorteile, wenn wir unsere Jackdaw haben, unser eigenes Piratenschiff. Aktuell vielleicht noch nicht so viele. Aber dann bestimmt. Nur mein kalter, toter Kadaver wird sich dir je beugen. Gracias, meinen Dank. Mein Leben gehört euch, Capitano. Jo, passt. Alles wunderbar. Können wir hier nochmal ein bisschen Munition plündern. Und dann machen wir uns einfach hier wieder weg. Ich bin mal gespannt, wie das wird, wenn wir mal ein paar mehr Pistolen mit uns rumtragen. Mehr als eine. Das ist dann bestimmt schon etwas praktischer. So, wo müssen wir als nächstes hin? Wir könnten jetzt natürlich, wie gesagt, die 8 Aufträge hier erledigen, die sich uns durch die Attentate präsentieren. Allerdings, ja, sind die natürlich reichlich langweilig. Und, na, es sind nur 6 Aufträge. Beziehungsweise, naja, sagen wir mal eintönig. Vielleicht nicht langweilig, aber bestimmt sehr eintönig. Dementsprechend würde ich sagen, lasst uns anstoßen. Machen wir einfach in der Story weiter. Gott straft mich mit diesem Almosen. 1000 Real für diese Karten. Was ist das? 100 Pfund bestenfalls? Wie soll ein Mann in diesen Zeiten denn nur reich werden, wenn Geizhälse wie Torres die Welt regieren? Habt ihr jemals, habt ihr hier auf einer Plantage gearbeitet? Weißt du, was ich denke? Ich würde gern das Observatorium sehen, von dem der Gouverneur sprach. Er sagte, es sei ein Apparat, der die Leute verfolgt und verrät, wo sie waren. So eine lachhafte Idee. Stellt euch vor, mein Weib hätte sowas gegen mich in der Hand. Stell dir vor, was ein solches Ding wert wäre. Verkauf es an den rechten Mann und ich wäre der reichste Pirat. Freibeuter der ganzen Karibik. Ich komme wieder, Bonnet. Da ist ein Weiser in diesem Haus, mit dem ich reden muss. Unter 4 Augen. Nicht den Kämpfer wickeln lassen. Wachen aus Anpischzonen. Was sind denn Anpischzonen? Sowas hier wahrscheinlich, ne? Ja, genau sowas. Sowas sind Anpischzonen. Holen wir uns hier den auch noch schnell. Komm her. Komm her.
So. Ich brauche eine dritte Wache. Ist hier keine Wachen mehr? Ist ungünstig. Da ist noch eine. Den Aufseher aufspüren. Komm her. Stell dich nicht so an. Dankeschön. Nicht in Kämpfe verwickeln lassen. Ja, das kriegen wir wohl hin. So schwer wird das wohl nicht sein. Ich meine, es ist ja immerhin noch eine der etwas früheren Aufträge. So, da hinten sind zwei, die mich potenziell sehen könnten. Aber ich renne jetzt einfach trotzdem mal in den Busch hier rüber. So. Ihr blöden Nervensägen. Was? Du willst hierher kommen? Ja klar, kannst du haben. Hey! Verdammt! Verdammt! Ist ja wohl nicht wahr. Hat der mich doch da... Wie geht denn das? Ich hab gedacht, die können mich nicht sehen, wenn ich in dem Gestrüpp bin. Oder können sie mich sehen, wenn sie selbst gesehen werden? Also, wisst schon, was ich meine. So, bevor du dieses Mal wegläufst, machen wir es gleich richtig. So, und den zweiten kann ich mir eigentlich auch sparen. Beziehungsweise den dritten hier. Denn da hinten hat sie ja noch genug von euch. Vielleicht muss ich mir nicht direkt in die Arme laufen. Das wäre ja immerhin eine Möglichkeit, ne? Komm her. Na, komm her. Ja, das ist schön. So, Adlerauge drücken, um mein Ziel zu entdecken. Da ist er doch schon. Der gute Kapitän. Pfeifen. Ja. Schlüssel stehlen. Da steht nichts davon, dass ich dich nicht umbringen darf, oder? Komm her. So. Gut. Jetzt müssen wir da lang. Wir probieren unser Glück einfach mal an dieser Wand. Nein, das funktioniert nicht. Verdammt. War das jetzt schon in den Kampf verwickelt? Also das ist auf jeden Fall in den Kampf verwickelt. Und das wird mir jetzt auch... Das Problem, was ich sehe, ist, dass mir das auf meinem Display nicht angezeigt wird. Hier. Ich frage mich jetzt, ob das jetzt hier ausgefallen ist, weil ich es versaut habe. Oder weil es mir nicht angezeigt wird. Warum wird denn das hier eigentlich? Ja, schön. Kann ich das auch irgendwie loswerden, dass das nicht mehr gelb ist? Ja, lass mich das mit dem Checkpoint nochmal kurz erledigen und dann... Beziehungsweise kann es sein, dass ich vielleicht einen Checkpoint bekommen habe? Ja, tatsächlich. Dann passt das doch. So, jetzt gucken wir mal. Nicht den Kämpfer verwickeln lassen, siehst du? Steht nämlich da. Kommt man denn da hoch irgendwo? Da käme man hoch. Okay. Dazu muss ich aber auf dieses Haus hoch. Okay. Gut, jetzt müssen wir erstmal hier uns ein bisschen dieser Wachen entledigen. Okay, schnell in den Heuhaufen.
Und du kommst mit. Du kannst zu mir in den Heuhaufen kommen. Wir können ein bisschen kuscheln, dann wird's wärmer. So. Ich muss nach da hinten, hm? Baumhaus. Baumhaus. Schön. Wie kommen wir da hin? Am einfachsten. Am ungesehensten. Das ist jetzt die Frage. So, Kollege, du machst erstmal den Abbiegerich. Und dann können wir hier lang. Vielleicht kommen wir so rum. Hin. Okay. Jetzt sitzt der da und guckt mich genau an, aber wenn ich Glück habe, kümmert ihn das gar nicht. Weil jetzt bin ich schon wieder gelb. Aha, siehst du? Hat ihn nicht so wirklich gekümmert. Und jetzt sollte ich doch theoretisch da hochlatschen können. Ohne groß Aufsehen zu erregen. Verdammter blöder Scharfschütze da oben, ey. Wenn es nicht so viel Aufmerksamkeit erregen würde zu schießen, wärst du schon längst tot. Du darfst hier bei mir bleiben. Du darfst dich zu mir gesellen. Wir holen uns ein bisschen Munition, wieso auch nicht? Wenn es mir schon angezeigt wird. Ich würde gerne in diesen Baum klettern. So. Bisschen weg von denen, wo sie jetzt hinlaufen werden. Drecksäcke hier zwei. Komm, ist gut jetzt. Puh. Denkst du, kannst du mir so kommen? Komm, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Glück gehabt. Das Problem, das ich jetzt habe, ist, dass hier nichts zum Verstecken ist. Mich hier nirgendwo verstecken. Aber vielleicht kann ich dich ja herpfeifen. Wer weiß. So. Du bist schon mal weg. Und hier turnt sonst keiner mehr rum. Ja. Ah, okay. Was geht denn hier ab? Aber hey, ohne in Kampf verwickelt zu werden. Sehr schön. Basta ja! Wie ist dein wahrer Name, Schurke? Ich bin... Captain Leckmich. Werke Pouf, Pison. Wo ist der Weise? Hast du ihn befreit? Ich hatte nichts damit zu tun. So sehr ich es auch wünschte. Bringt ihn zum Hafen. Schickt ihn mit der Schatzflotte nach Sevilla. Wartet noch. Ich hab euch doch eure Schätze gebracht. Das stimmt, ja. Doch dafür nahmst du uns Duncan Walpole. Ja, Edward. Und sich mit den falschen Leuten einlässt, ne? Passieren genau solche Sachen. Eine abscheuliche Darbietung. Dieser Zechpreller ist ein Nichtsnutz, Caroline. Bringt nichts zustande an Land und erst recht nicht auf See. Wenn er in die Karibik geht, bist du es, die leidet. Vater! Vater! Komm, Schatz. Komm wieder hoch. Der alte Wattwurm! Er hat sich gewaltig! Ich hoffe, das stimmt. Du glaubst mir doch, oder? Siehst du mich denn nicht? Wie ich da stehe, an Deck eines Schiffes, das in den Hafen gleitet. Aber da stehe ich, ein Mann von Qualität. Mit 1000 Dublonen, die aus meinen Taschen quellen. Wie Regentropfen, ich kann es sehen.
Ich sehe nix. Gar nix sehe ich. La cena. Cómetela rápido. Den erkennen wir schon. Hast du Hunger? Geht ja sehr einfach. Wachen von hinter einer Ecke töten. Das krieg ich hin. Plan, Kumpel? Eine Waffe finden und ein Schiff stehlen. Que Dios nos ayude. No me gusta la pinta de esa tormenta que se acerca. Parece que se está desviando al oeste, hacia el Golfo. Quizá estemos a salvo. Komm hier, mein Freund. Du willst es doch auch. Ach nö, nicht meine Wachen wegtöten. Die brauche ich noch. Das wird jetzt übrigens lustig. Als ob man ihn da nicht sehen würde, ne? Aber pff. Gott, so ist es halt. Hast du jetzt beide umgebracht? Wieso machst du sowas? Ist nicht nett. Komm wieder her. Komm her. Na ja, hier hinten. Hallo, Munition plündern? Geht nicht, oder was? Doch, geht. Wunderbar. Das kann ich doch bei euch bestimmt auch nochmal machen. Genau, ein paar Kugeln eintüten. Ist sicherlich nicht die schlechteste Idee, die man haben kann. Ich finde es interessant, dass sie mir mein Geld gelassen haben. 21.000 Real. Ist schon eine Menge. Hat jemand irgendwas gesagt davon, dass du da hochklettern sollst? Nein, hat niemand gesagt. Wir stehlen eine Brick. Nimm, was du brauchst. Eine Minute. Es sind viele Gefangene auf den Schiffen. Befreie sie und sie segeln mit uns, keine Frage. Oh. Ja, das sieht doch ganz gut aus hier. Da liegt überall ganz schön viel Gold rum. Dass ich mich da nicht einfach bedienen kann, ist schon seltsam. Also das ist der Plan? Wir befreien Männer und suchen ein schnelles Schiff für die Flucht? Hey, du! Halt doch! Ja, ja, mein Freund. Erstmal dich. Und jetzt dich. Dankeschön. Und dann machen wir einfach weiter. Hey. Hab ich gesagt, dass du das darfst? Nein, hab ich nicht. Genau. Schöne Attentatserie. Mh, herrlich. So, ein paar Gefangene, hm? Befreien wir doch mal ein paar. Du musst mit mir segeln. Dafür folge ich dir in die Hölle, Mann. Okay, das optionale Ziel ist, 23 Piraten zu befreien. Die Frage ist, wie genau wir das anstellen. Was machst du denn? So, jetzt hüpfen wir erstmal nach da drüben. Du bist so blöd. Edward, du bist so selten dämlich. Ich habe noch nie so einen dummen Piraten wie dich erlebt. Ja! Bist du Hacke?
Bist du für ein Ochse? So. Lass mich mal hoffen, dass das hier keine 9 Stück sind. Nein, sind nur 3. Gut. Ich befürchte nämlich, dass ich sobald ich 18 befreit habe, dass es dann zu Problemen kommt mit der... Also, dass die Mission dann einfach beendet ist. Das wäre schade. So. Holen wir uns die. Ja, verdammt. Und tschüss. So viel zu dir, mein Freund. So viel zu euch, meine Freunde. So, die können wir schon mal befreien. Da ist eine Brick in der Nähe, die nur auf uns wartet. Brick. Ja. Oh, guck mal. Ab nach oben. Juhu. So, jetzt müssen wir irgendwie nach da drüben. Nein, nein, Edward. Edward, hör auf. Du musst nicht immer überall rumklettern. Ja, da darfst du dich festhalten. Und jetzt darfst du darüber springen. So ist das schön. Nein, so ist es nicht schön. Oh, oh, das geht schief. Das geht schief. Ja, das ging schief. Das ging schief. Wusste ich doch. Komm, heute noch. Heute noch. Genau. So, jetzt gucken wir doch mal. Optional 23 Piraten befreien. Ja, ich habe aber eigentlich irgendwie schon alle Piraten befreit, die ich befreien kann. Abgesehen von denen, die hier an Bord sind. Und wenn das jetzt keine 9 sind, weiß ich nicht, wie ich hier... Na komm. Wie ich hier weitermachen soll. Also, wie ich das machen sollte. So, räumen wir erstmal hier ein bisschen auf. So geil. Oh man, der Kerl, der räumt alles weg, ey. Aber wie? Komm. Komm. Genau so, mein Freund. Und nicht anders. Zack. Schnipp, schnapp. Köpfchen ab. So. Holen wir doch mal die da raus. Ich hoffe, das sind 9 Stück. Was denn jetzt? Voy a ir a lo más alto. Esto es una locura. Alto! Esto es acabado. Allí está! Schnipp, schnapp! Und der nächste weg. So, komm. Ihr seid 9. Oder? Ihr seid doch bestimmt 9. Ne? Jo. Wunderbar. Hier geht's nach oben. Lichte den Anker sofort. Das könnte die Jackdaw sein. Das könnte tatsächlich die Jackdaw sein. Wenn wir Glück haben, kriegen wir endlich unser eigenes Schiff. Ein gekapertes Schiff, so wie sich das für einen Piraten gehört. Erstmal die komplette Crew auslöschen. Also die Spanische natürlich. Bist nur für ein Vogel. Meinst du, nur weil du ein Kapitän bist, kannst du mir hier cool kommen, oder was? Ja, siehst du. Einmal die Deckung fallen gelassen und schon ist die Sache gegessen. So. Nochmal schnell plündern.
Man weiß ja nie, was man so hat. Und dann würde ich sagen, es ist Zeit, dass wir das Kommando über unser eigenes Schiff übernehmen. Alle an Bord, Leute! Singen könnt ihr bei eurem Begräbnis, ihr Hafendirn. Da kommt ein rauer Wind. Er hat recht. Ihr lichtet den Anker und der Rest. Ein Teil zum Forkmast, ihr geht zum Hauptmast. Wir entkommen diesem Hurricane. Hurricane. Passt auf diese Galeonen auf, dass sie uns keinen Ärger machen. Keine Angst, zu langsam für das Wetter. Kleiner Umblick, habe ich hier noch ein optionales Ziel? Für viel, was dir sinnvoll erscheint, Mann. Wir sitzen in der Klemme hier. Die wissen, was zu tun ist. Die bringen uns heim. Runter auf den Grund. Sie geht gleich unter. Gegner feuert! Getroffen! Kleines Kaliber, ja, aber die Reichweite ist gefährlich. Konzentrier dich aufs Ruder, Captain. Interessant. Gebiet in der aktuellen Erinnerung nicht verfügbar. Stand da nicht irgendwas von wegen, ich soll der Flotte entkommen? Hier steht nirgendwo was, dass ich sie auch umbringen muss. Verdammt, bist du verrückt, Captain? Die schießen schnell, Sir. Unterschätze sie nicht. Vorsicht, Mann! Ich sehe sie. Riesenwellen. Wenden Sie in die Vorderseite zu, um keinen Schaden zu erleiden. Gelingt es nicht, halten Sie die Leertaste gedrückt, um in Deckung zu. Feuer! Gegner feuert! Man könnte sich jetzt fragen, warum ich jetzt hier desynchronisiert werde. Nur so. Ich weiß es auch nicht. Pass auf diese Galeonen auf! Dass sie uns keinen Ärger machen. Keine Angst, zu langsam für das Wetter. Mist, der Winkel stimmt noch nicht. Auf dein Zeichen, Captain. Ein Treffer hier und sie was dir sinnvoll erscheint, Mann. Wir sitzen in der Klemme hier. Die wissen, was zu tun ist. Die bringen uns heim. Okay, irgendwie darf ich mich wohl aus diesem Bereich hier nicht so wirklich entfernen, habe ich so das Gefühl. Ah, nicht dein Feuer, Captain. Feindliches Feuer! Was muss ich denn machen, um die scheiß Trebasse abzufeuern? Ich sehe sie! Feuer! Riesenwelle, hm? Gucken wir mal, ob wir sie noch frontal nehmen können. Dafür bezahlen! Bereit zu schießen! Ja. Wunderbar. Haben wir sie frontal genommen. Feuer! So, nu? Wasserhose! Darf ich jetzt fahren? Oder greift ihr mich wieder direkt an? Und fahr dieses Ding! Was für ein Ding? Ich fahr gar nichts. Wir geben jetzt Gas und... Ich verstehe dieses nicht. Den Drehbassen. Also nach hinten kann ich die Dinger rauswerfen. Was ist eine Wasserhose? Und sag mal, wir segeln. Gegenwind ist nicht so geil. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich gleich den Hinweis zu diesen komischen Hurricanes hier. Diese Wasserhosen. Ja, genau. Der Wind steht nicht günstig. Gar nicht. Oh. Haltet euch fest! Ihr habt uns voll Eisen gepumpt, aber noch geht's! Okay, das tat weh. Von den Dingern halten wir uns jetzt mal ein bisschen weiter fern, würde ich sagen. Feuer! Nachladen! Der nächste trifft! Schießen die da? Kettenkugeln. Ah, cool. Zur Seite normale Kugeln, nach hinten Fässer. Schöne Sache. Schöne Sache. Auch wenn es mir echt
ein bisschen gegen den Strich geht, dass wir Gegenwind segeln. Okay, wir haben einen Balken wieder hergestellt. Ich frage mich, ob wir... Riesenwelle! Backbord! Und? Passt doch wunderbar. Fahren wir direkt rein. Komm her. Juhu. Nein, du brauchst nicht in Deckung gehen. Ist schon in Ordnung. Wir sind doch direkt frontal reingefahren. Das müsste doch überhaupt gar kein Problem sein. Hm, guck mal, da links ist ein Aussichtspunkt oder irgendwas. Was ist das? Verstehe ich nicht. Was ist das? Ein altes Schiff oder sowas. Ah. Kommen Sie, sorry, fahren, um eine Unterwassergebiete freizuschalten. Ah ja, okay. Klar. Mhm. Übrigens eine Sache, die ich schon die ganze Zeit erzählen wollte, die mir nicht so zusagt. Nämlich die Tatsache, dass wir das erst relativ spät können, Unterwassergebiete erforschen. Und deswegen werde ich auch versuchen, die Story relativ schnell voranzudringen. Beim Klabauter, Mann! Wir leben! Was für ein Chaos, Herrgott! Bei Gott, da haben wir dem Tod noch mal ein Schnippchen geschlagen. Ich bin Edward. Hab vielen Dank für deine Hilfe. Ada Welly. Warst du schon mal in Nassau, Ada Welly? Noch nicht. Bei Gott, sie hat gut eingesteckt, oder? Ich glaube, ich behalte sie. Alle Mann nach Achtern! Wir nehmen die Gute mit heim! Ein bisschen zerfetzt, wenn ich das mal so anmerken darf. Okay. Sehr, sehr schön. Allerdings ist die Folge schon sehr lange. Schauen wir mal. Ob wir nicht irgendwie demnächst mal Pause machen können. Ich nenne sie Jackdaw. Nach einem listigen Vogel aus meiner Kindheit in Swansea. Ein diebisches Geschöpf, nicht? Habe ich dich etwa verstimmt, als ich mir die Brick genommen habe? An diese Art von Verstimmung habe ich mich gewöhnt, wenn ich mit Männern segle, die so bleich sind. Das stimmt. Die meisten würden dich nicht als Captain akzeptieren. Nun, welcher Posten könnte dieses Unrecht aufwiegen? Ich werde Quartiermeister. Nicht weniger. Nun gut. Und als Quartiermeister hast du da einen Rat für deinen ungeübten Captain? Ruhe und ein Mahl wären gut vor Nassau. Etwas Trinkwasser sowie Reparaturen und Proviant. Vernünftig, Sir. Jagen wir also. Finden wir einen passenden Ankerplatz. Ja. Und... Ich habe im Frachtraum ein paar Dinge gefunden. Pulver und einige Pistolen. Wenn möglich, fertige ich einen zweiten Holster an. Das wäre ein Anfang. Findest du das lustig? Können wir einen Moment über den Zustand des Schiffes reden? Gibt's Probleme? Heute früh habe ich mir das Kanonendeck angesehen und traute meinen Augen nicht. Ein Haufen Zündeisen gestapelt wie Zunder. Sowie eine Lunte, die tatsächlich noch brannte. Ach Gott. Direkt daneben zwei Fässer Schießpulver. Näher als ein Mann seinem Weib. Die beim ersten Funken in die Luft gehen. Wir werden es ordentlich verstauen. Und die Kanonen... Könnten wir gleich wegwerfen. Verstopfte Zündlöcher überall. Die Läufe setzen Rost an. Die Ladestöcke gerupft wie Hühner. Und die Zündschnüre so verrottet, dass sie als Neger antaugen. Auf den Punkt gebracht, wir brauchen gute Ausrüstung, die gut in Schuss ist. Wir können nicht jede Schlacht mit Glück und Geschrei gewinnen. Also kümmere dich ruhig um deine eigenen Waffen. Solange du darüber nicht die Jackdaw vergisst. Nun wohl wahr.
Wir werden dafür sorgen, dass Schiff und Mannschaft in gutem Zustand bleiben. Und da hören wir auch schon die ersten Shanties. Allerdings hören wir uns das in der nächsten Folge etwas genauer an und werden uns dann auch um unsere Ausrüstung kümmern. Bis dahin wünsche ich euch wie immer ganz viel Spaß und tschüss.